Hallo und herzlich willkommen zurück bei Delicious Emily und die Traumhochzeit. Und wie ihr seht, habe ich die Einladungsaufgabe immer noch nicht geschafft und ich habe auch so meine Zweifel, dass ich das noch schaffen werde irgendwann. Ja, im schlimmsten Fall bekommt Philipp keine Einladung. Wobei ich das wirklich schade fände, weil ich den eigentlich ganz gerne mochte. Aber ja, nun gut, ich krieg's halt nicht hin, ne? So, Episode 4, The Legend of Lady Mary. Na komm schon, Emily, du hattest einfach etwas Pech. Pech? Mein perfektes Hochzeitskleid ist weg. Diese ganze Hochzeit ist verflucht. Was machst du da, François? Lotterielose abkratzen. Bei all dem Pech, das wir hatten, finde ich, etwas Glück im Spiel wäre langsam fällig. Nun hör aber auf, François. Erzähl mir nicht, du glaubst auch an diesen abergläubischen Unsinn. Du meine Güte, ich habe gerade 5000 gewonnen. Alter, François ist reich. Größerer Tisch, aha, okay. Aber er ist sich nicht zu schade, um hier den Affen zu machen. Das finde ich total nett von ihm. Herzlichen Glückwunsch, François, mein Lieber. So, los geht's hier wieder. Schinken und Ei für dich. Alles klar. Und François kann da gleich mal flattern gehen. So, einen Donut. Stopp mal. Ja, ich habe die Maus gehört. Alter, ist die gut versteckt. Wo ist meine Maus da? Ein Eis. Und was wollt ihr noch? Schinken. Okay, bringe ich euch. Nur keine Panik. Okay. Konzentration, Konzentration. So, Schinken und eine Cola für dich. So, entscheidest du dich hier noch oder eben nicht? Doch, sie entscheidet sich dafür und auch eine Cola. Okay, Combo für mich und François zu den Kids. Es ist sehr schön irgendwie, immer noch. Kann man sich ein bisschen schwerlich konzentrieren. Bei François und dem Flattermann hier. Ich hoffe, wir kriegen das hier hin. Also, ganz ehrlich, ich finde die Prüfung sauschwer hier. Ich finde, die sind sauschwer. Jetzt mal, wirklich, ne? Blumen, ne? So, 3 rote Rosen. Okay, für dich da. Alles Klärchen. So, Opi. Ne, dann mache ich mit euch die Kombo. Der braucht ja hier immer noch ein bisschen länger. Okay. So, das ist für dich. Und tschüss, mein Freund. Oh, ein junger Mann, der Blumen kaufen möchte. Eventuell für die Mutti oder für die erste Liebe. Wir wissen es nicht und werden es vermutlich auch nicht erfahren, aber nun gut. Aber Hauptsache, wir haben die Maus. Das ist die Hauptsache. So, Schinken und ich hasse das Eis wie die Pest. Ganz ehrlich. Nicht schon schlimm genug, dass wir darauf warten müssen, auf das Eis. Nein, wir müssen es da auch noch irgendwo reintunken. Und da kommt garantiert auch noch irgendwas dazu. So, ihr wollt Wasser, Salat und ein Schinken-Sandwich. Okay. Das klappt ja jetzt gerade mal wieder so einigermaßen. So einen Donut und ein Schinken-Sandwich für dich. Kommt jetzt hier irgendjemand zum Bezahlen von... nein, kommt da gerade keiner. Okay, aber ich bringe euch das erstmal da hoch. Wenn ihr euch jetzt hier nicht auskackt... Ja, ich gehe hier kassieren. Ja. Oh, doch, war noch die Kombo drin. Da habe ich aber Schwein gehabt. Da habe ich aber Glück gehabt. So, er möchte Blumen da oben. Okay. Was hättest du denn gerne? Na? Oh, Alter, das sind 3 verschiedene Blumen. Wie schwer kann das sein, sich da zu entscheiden? Jetzt mal ehrlich. So, und du möchtest Wasser und Salat. Kommt sofort, bitteschön. Okay, ein bisschen über die Hälfte ist um. Okay, das sieht aber einigermaßen gut aus. Zumindest für den ersten Stern, denke ich. So, sie möchte 3 gelbe Blumen. Alles Klärchen, bitteschön. Und, ja, was war jetzt besonders lecker? Die Blumen oder was? Ach so, ja, die sind ja aufgewertet. Ah. Besonders leckere Blumen, das verwirrt mich doch ein bisschen, muss ich mal sagen.
So, Kind, was... warum frage ich auch, ey? So, ein Eis und die Limo, bitteschön. François, dir ist langweilig. Du kannst mal reingehen, ne? So, das und das und das und das und das mit Schinken und da hoch. Ist das Geflattere von ihm. Ach, schön, ey. So, zweimal Donut und zweimal Schinken. Dreimal Rosen für ihn. Ja, da stapeln sie sich dann... Oh, habe ich ein Ei vergessen? Das tut mir leid. Tut mir leid. Ach, kommt sofort. So, Mutti, was ist denn? Du konntest doch eben hinter dem jungen Mann... Hattest du doch schon genug Zeit, dich zu entscheiden. Warum habe ich denn jetzt da ein Schinkendings? Ach, man weiß es nicht. Kombo, so. Oh Mann, warum ist das so schwer hier, das Spiel? Kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal im Ernst. Och, jetzt kommt der auch noch, ey. Der fehlt mir noch. Ja, hier, zwei Donuts schon mal einpacken für ihn. Jawohl. Auf dich ist Verlass, mein Freund. François, da oben hin. Zwei Donuts und Schinken, okay. Aber wir haben noch geöffnet. Dann kommen ja hoffentlich noch ein paar Leute. Dass ich hier das goldene Sternchen auch noch bekomme. Meine Güte, ist das schwierig alles hier. So, das, das und das kommt sofort. Stein hat er sich ja hoffentlich auch mal hier entschieden ein bisschen. So, zwar Salat für dich. Also manchmal ist diese Einblendung hier richtig arg im Weg. So, da aufräumen. Du möchtest das und ein Eis, was auch sonst. So, bitteschön, Dreierkombo für mich. Dankeschön. Oh, geschafft. Alter Schwede, ey. Fix und fertig hier. Noch von der letzten Folge. Mann, Mann, Mann. Evelyn aufräumen, wir kassieren und alle raus. Oh Gott, jetzt weint sie auch noch. Jetzt hör doch auf. So schlimm ist das doch nicht. Oh nein, sie ist unter dem ganzen Hochzeitsstress zusammengebrochen. Emily, Schatz, wie wäre es mit einem Nickerchen, während wir hier alles dicht machen? Es ist zwecklos. Unsere Hochzeit ist verflucht. Wir sollten sie einfach absagen. Ja, Liebes, aber Edward, nun steh doch da nicht nur rum, tu was. Also. Verzeihung, Leute, aber ich glaube, das ist Brautjungfer-Fachgebiet. Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Unterhaltung mit Bridget Duffy. Wie Patrick guckt schon total panisch, ey. Okay. Eine Unterhaltung. Mit dem alten Drachen. 200. Komm her, ich kaufe die blöde Fußmatte. Ich muss Geld ausgeben. Ich bin frustriert. Immer noch wegen der Prüfung mit Philipp. Eine Unterhaltung mit Bridget. Na dann. Da gibt es nichts zu deuten. Das ist ganz einfach Schicksal. Wie bei Lady Mary. Was hat denn Lady Mary damit zu tun? Nun komm schon, Evelyn. Du kommst doch aus dem gleichen Teil Irlands wie ich. Du kennst doch die Geschichte. Lady Mary verliebte sich in einen Bürgerlichen gegen den Wunsch ihres Vaters. Aber ihre Liebe zueinander war so stark, dass sie beschlossen, zusammen fortzulaufen. Und dann fielen sie von einer Klippe. Tot. Tot halt. Ja, aber der Legende zufolge wird ein Paar, das einen Penny in Lady Marys Brunnen wirft, das Glück finden, das Lady Mary immer verwehrt war. Blödsinn. Na, ich weiß nicht. Ich habe einen Penny in diesen Brunnen geworfen und ich bin seit fast 30 Jahren glücklich verheiratet. Das ist es. Ich werde einen Penny in Lady Marys Brunnen werfen. Das reicht nicht. Du brauchst eine besondere Münze, einen traditionellen irischen Penny, der dir ein Familienangehöriger geschenkt hat. Oh, wie wunderbar. Ich habe den perfekten Penny für dich, den ich an meinem Hochzeitstag bekommen habe. Er ist irgendwo bei meinen Hochzeitssachen. Ich bringe die Kisten heute gleich rüber.
Edward, mein Schatz. Könntest du uns diese Kisten wohl rüberbringen? Ja. Okay, finde den Pin. Ach so, da. Ah, und hier haben wir irgendwas Neues. Irgendwelche. Was sind das? Bertie Bott's Bohnen in allen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, sehe ich das richtig? Okay. Wir haben Bertie Bott's Bohnen. Wunderbar. Und deswegen. Ach, scheiße, jetzt hätte ich mir die Bohnen. Die hätte ich zuerst holen sollen. Das war jetzt doof. So, zwei Donuts packe ich schon mal ein für dich. Na komm, entscheide ich. Jawohl. Auf dich ist Verlass, mein Freund. So, und wie kriege ich hier Bertie Bott's Bohnen? Ach so, okay. Alles klar, einfach draufklicken, na gut. Dann suchen wir mal weiter nach dem Penny. Evelyn geht da mal aufräumen. Du kannst einen Moment bitte warten. Alter, geht das langsam. Ja, nee, ich geh, komm. Geh mal kassieren, sonst... Bertie Bott's Bohnen und ein Eis. Ich hasse das Eis, echt. So, und dann das und das die Maus und das zu euch. Das und das für dich. Hier noch ein Eis. Aber hey, wir haben die Maus. So, das und ein Donut für dich. Hier kassieren. Und dann werden wir weiter nach dem Penny suchen. Wenn ich da oben jetzt gleich fertig bin, füllen wir das mal gerade auf. So, das und ein Salat für euch. Zweimal Getränke für euch. Hier wird aufgeräumt. Wow. So, dann hier... Mal schnell nach dem, nach der Bohne suchen. Nee, nach dem Penny suchen. Wir könnten François mal irgendwo hier gerade, François mal hier hinschicken. Vielleicht zweimal Salat für ihn. Hier wird aufgeräumt. Da oben will jemand Blumen. Bitte nicht ignorieren. Hier aufräumen, Evelyn. Ich kassiere hier 1, 2, 3 für dich. Wasser. Ich werde immer langsamer gerade, habe ich das Gefühl. Vielleicht sollte ich mal eine Aufnahmepause machen. Das ist jetzt, glaube ich, schon wieder die vierte Folge am Stück oder so. Ich weiß gerade gar nicht. Ich werde immer langsamer. Ich meine, ich war... Jetzt habe ich Blumen im Inventar, okay. Ich war von Anfang an jetzt nicht besonders schnell hier bei dem Spiel, aber irgendwie wird es gerade richtig... So, das für euch. Ich gehe weiter nach dem Penny dann gleich suchen. Oh Mann, ey. Wir haben es ja gleich. Und wir haben eigentlich noch genug Zeit. So, ziehe ich das jetzt durch? Das machen wir fertig, jawohl. Zwei, drei hiervon. Und einmal Eiersandwich für euch. François, du gehst mal hier da in die Ecke. Hier wird aufgeräumt. Und er möchte Blumen. Nicht ignorieren. Ich mache aber erstmal hier die Kombo. 1, 2, 3 rote Rosen für dich. Wow. Es ist so hart hier. Donut und ein Eier-Sandwich für dich. Komm, du wirst auch gleich kassiert. Ich merke das, das Spiel ist echt schwerer. Ich merke es auch daran, weil ich immer stiller werde. So, hier machen wir jetzt nochmal eine Kombo, aber wir haben noch Zeit. Ja, so, François, hier den Flattermann bitte. Aber immerhin haben wir den Penny gefunden. Wir haben die Maus gefunden. Ihr wollt das und den Salat. Okay. Bitteschön. Kein Problem. Wie viele Bertie Bott's Bohnen kann ich denn da? Achso, kann ich nur 3. Na gut, dann kann ich nur 3. Dann ist das so. So. François darüber. Ich hätte gerne mal hier irgendwie eine einfache warum habe ich denn die blöden Bohnen jetzt nicht mitgenommen? Das war ja schlau. Echt. So. Das und das dann für ihn. Hier wird aufgeräumt. Dann wird hier gleich eine Kombo gemacht. François, du gehst mal dahin. Das und das. Und eine Limo für euch. Okay. Sie möchte Blumen haben. 1, 2, 3 für dich. Alles klar. Eieiei, kommt noch jemand von euch jetzt mal hier zum Bezahlen? Das wäre sehr schön. Nein. Ach, dann eben nicht. Kassiere ich sie mal. Ja, jetzt kommst du, ne? Naja, machen wir eine Kombo mit ihr. Ja, und sie kommt auch. Dreier-Kombo für mich. Sehr schön. Okay. Ja, wir haben noch ein bisschen geöffnet. Okay. Soll ich mal hier Bertie Bott's Bohnen auffüllen? Mache ich doch. Ja, diesmal nehme ich sie auch mit. Als hätte ich das geahnt, dass du die haben möchtest. So, bitteschön.
François an den Tisch und er möchte Blümchen. Ihr wollt das Wasser und den Salat, kommt. Und du möchtest eine Auswahl erlesener Blumen, bitteschön. Und dich kassiere ich auch direkt. So, Fräulein, was kann ich dir bringen? Du möchtest ein Sandwich und eine Cola, kommt. Können wir jetzt mal auf die hier warten? Ich hätte ganz gerne noch eine Combo, bitte. Ja, Laden schließt nämlich dann auch bald jetzt. So, hier aufräumen. Ja, Laden geschlossen. Schaffen wir das noch? Könnte knapp werden. Eieiei. So, das und Bertie Botts Bohnen. Alles klar. Kommt, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott, ey. Aber Alter. Sowas von knapp. Eieiei. Und? Hast du den Penny gefunden, Emily? Ja, habe ich wirklich. Nächste Haltestelle, Lady Mary's Brunnen. Lady Mary's Brunnen? In Irland? Echt? Das ist doch ein Scherz, oder? Ein kleines Vermögen ausgeben, nur um einen Penny in ein Loch im Boden zu werfen? Patrick, bei all dem, was in letzter Zeit schiefgegangen ist... Muss ich das tun? Ich will, dass unser Hochzeitstag perfekt ist. Wann willst du denn dahin? Ich sollte noch einen Flug zu einem vernünftigen Preis kriegen, sodass ich rechtzeitig zur Hochzeit wieder in Snuggford bin. Dir ist schon klar, dass der Penny beim letzten Vollmond vor der Hochzeit in den Brunnen geworfen werden muss, oder? Oh nein, sie hat recht. Das schaffst du niemals, rechtzeitig dahin zu kommen. Oh, wie sie sich freut. Habt ihr das gesehen, das Gesicht? Mann, 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 Bridget, ey. Oh Gott, eine Einladungsaufgabe. Ich freue mich. Überrasche Emily und lade Betty und Elvis zur Hochzeit ein, indem du einzigartige Aufgaben erfüllst. Ja, die sind wirklich einzigartig. Wer sind bitte Betty und Elvis? 250 nehme ich ja die Blumen. Die können wir uns gerade so leisten. Wer bitte sind Betty und Elvis? Lass mal gucken. Emily ist mit Betty und Elvis befreundet, seit sie in Bettys Fastfood-Restaurant gearbeitet hat, in Emily's Taste of Fame. Ach so. Wartet nur, bis Elvis bei der Hochzeitsfeier auf die Tanzfläche, auf der Tanzfläche rockt, soll das sicher heißen. Okay. Heute hat Emily mal versuchsweise all ihre größeren Tische rausgestellt. Schaffst du die Zielpunktzahl trotzdem? Ich glaub's nicht. Oh, nein! What the fuck? Nein! Ich mach mal ein Eis. Ich mach mal ein Eis. Sicherheitshalber. Ich habe ein großes Tablett. So, das, einmal das, einmal das für euch. Ja, na klar. So, das, das. Eis habe ich dabei für euch. Das, das. Salat da. Alter, das und ein Donut und eine Cola für euch. Das und das, nee, das war Schwachsinn. Das und das, Eis, das packe ich doch niemals, ey. Mach hin, Emily, ich brauche das Eis. Komm, mach hin hier. Die wollen das Eis da. So was, ein Donut, ein Eiersandwich für dich. Das und das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ach, ich muss auch noch aufräumen. Ja, was denn? Das kann ich nicht. Ich muss auch noch aufräumen. Warum? Nein. Nein, bitte nicht, ey. Zu unserer Hochzeit wird kein Schwein kommen. Jetzt mal im Ernst. Das kann ich nicht. Das ist zu viel. Mal das scheiß Eiersandwich da oben raus. Kassier hier mal so ein Donut und ein Eis. Das ist doch der Hammer hier. Und dann geht er aufräumen. Ich kann das nicht da aufräumen. Okay, ich bin wieder in Reihe, glaube ich. Eieiei. Wo ist denn Evelyn? Warum ist sie nicht hier? Das Spiel macht mich echt fertig. Das ist so viel schwerer als das erste. Boah, ist das gemein, da aufräumen. Ein halber Tag ist schon um. Ich habe noch nicht mal die Hälfte an Punkten. Bah, nee.
Zu unserer Hochzeit wird keiner kommen. Da aufräumt er das. Dann ein Eiersandwich und Cola darüber. Oh Gott, ey, dann kassieren wir den armen Mann hier mal. Dann brauchen wir schon wieder ein Eis. Ich hasse das Eis. So, das dahin. 1, 2, 3 Salate für euch. Dann kassieren wir hier, dann wird da aufgeräumt. Ich hoffe, sie merkt sich das alles, was ich jetzt hier schon anklicke. Das und das. Ein Donut, Wasser hier oben hin. Da aufräumen. Was sind denn das alles für Leute? Wo kommen die denn alle her? Hört doch mal auf da mit dem Scheiß. Oh Gott, ey. Hier kassieren, bitte. So, das und das, das und das, das und das. Hier oben hin, das und das. Ein Wasser für dich, kassieren. Ein Donut und ein Eis. Aufräumen müsste ich ja vielleicht auch mal wieder. Boah, ist das... Also, Leute, echt. Wollt ihr mich hier verarschen? Geh mal da... Ja, super. Geschlossen. Wir sind noch nicht mal annähernd am ersten Stern. Ja, da 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 da. Das wird hier nichts, ey. So, das ist für euch. Dann das, 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 das. Nach da oben. Ich kann hier mal putzen gehen, aber eigentlich, glaube ich, ist das egal. Wir kriegen hier nichts für einen sauberen Laden. Ich brauche noch... Komm, putz mal hier. Ich warte mal ab, ob noch jemand jetzt mal hier sich zur Kasse bequemt. Ich brauche noch ein paar Kombos, sonst wird das sowieso nichts mehr. François, geh mal hier hin. Heiter die doch mal gerade auf. Ach nee, die gehören zu ihr. Ach, jetzt raff ich das nicht. Komm, kassier das. Oh doch, sie hat aber noch mal... Sie hat aber noch mal das Herz dazu bekommen. Okay, das hat dann doch noch was gebracht. Das ist nicht zu fassen, ey. Meine Fresse. Ja, nö, es wird keiner kommen zur Hochzeit. Bah. Einmal noch. Ja. Ich schaffe die Prüfungen alle nicht, ne? Warum ist das so scheiße schwer? Warum, ey? Ja, war mir klar. So, das, das, das und das Eis. Ja, wenn die nicht alle Eis haben wollen würden... und ich hier nicht so kacke laufen würde noch zusätzlich. So, das ist für... Ja, hört doch mal auf. Nee, Leute, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich kann das nicht. Das ist einfach zu viel. Also, es tut mir leid. Ich weiß. Es gibt Menschen, die schaffen das. Garantiert auch hier auf super schwer. Aber ich eben nicht, ne? Und putzen muss ich auch noch zwischendurch. Wie soll ich denn das machen? Komm, Emily. Ja. Hallo? Es geht einfach nicht. ja. Hier, putz mal da. Komm mal her. Dann machen wir das und das für ihn. Ich bin halt auch echt langsam, ne? Ich meine, ich weiß das. Aber ich kann es ja nur nicht ändern. Oh, weil... Ja, man sieht schon hier am Klicken. Ich bin so langsam mit dem Klicken auch. Oh Gott, ey. Oh, 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 das ist so hart. Hier putzt da auch nochmal zwei Salate. Die wollen einen Donut. Ei, Wasser hier hoch. Ja, François, den vergesse ich auch einfach. Das ist keine Chance hier. Echt? Aber im Moment, ich weiß es gerade gar nicht, haben die alle noch hier ihre... Herzen. Oh, und dann verklicke ich mich dann auch auf einmal noch, ne? Das kommt ja auch noch dazu, dass ich nicht richtig treffe. Ich muss hier auch sauber machen, sonst kann ja keiner nachrücken. So, putz mal da oben. Er entscheidet sich ja jetzt gerade noch. Und dann putz mal da. Ja, es kann sonst ja auch keiner nachkommen, ne? Wenn hier alles dreckig und belegt ist, ist schlecht. So. Aber immerhin habe ich Birdie Bots Bohnen nicht, ne? Sehe ich gerade. So, das und das und das und das nochmal für euch. François, geh mal einfach irgendwo hin, bitte. Die haben zwar alle ihre Herzen, aber trotzdem. So, ihr bekommt das. Boah, ist das hart, ist das hart, ist das hart. Eieiei, so, drei Donuts und ein Salat für euch.
Und alle Tische sind rammelvoll, ne? Aber rammelvoll. Jetzt gib denen das ab da oben, bitte. Dann komm hier zum Kassieren. Zwei Salate, Cola für euch. So, du möchtest einen Donut und das gebe ich dir. Dann gehe ich da putzen. Oh, jetzt hat das scheiß Restaurant schon wieder zu. Ich pack das wieder nicht. Gehe da auch nochmal putzen. So, das und ein Wasser für dich. Kriege ich hier noch eine Dreier-Kombo. Und zwei Schinkendings. Oh Gott, ich habe wenigstens ein Ziel erreicht. Da gehe ich putzen. So, ja, da gehe ich auch putzen. Du wartest noch einen Moment. So. Ja, die werden nicht fertig. Das ist doof. Ich hätte François da eben noch mal hinschicken können, ne? Aber okay. Oh Gott. Also ich bin gerade einfach nur froh, dass wir die Punktzahl... Warum mache ich da jetzt sauber? Das brauche ich hier gar nicht. So, hier kassiert die. Oh, nee. Echt? Ich mache drei Kreuze. Haben wir das noch geschafft? Wenigstens super. Betty und Elvis haben deine Einladung erhalten und kommen gerne zu Emilys Hochzeit. Oh. Ach, hier unten die beiden. Alles klar. Supi. Schön, da freue ich mich. Ja, Philipp, ne, der Gute, den muss ich nochmal dann probieren bei Gelegenheit. So, wir kommen zu Episode 5, ihr Lieben, aber das erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, eure Trin.